Freunde, hier auf dem Kanal von Voorhees82. Und zum X-Rated Retro Unboxing Nummer 9, nämlich exzellent. Heute mit den Boxen, Moment, 38 bis 42. Ja, da muss ich selber mal nachschauen, weil ich bin, was Zahlenmystik betrifft, jetzt nie ganz weit vorne. Ich bin gespannt, was jetzt gleich folgt. Ja, wir haben ja in der X-Rated Reihe, das ist einfach mein Zuhause. Ja, da grinsen mich die Klassiker an, das ist der Wahnsinn. Und deswegen werden wir hier auch direkt fortfahren. Kurz vor Weihnachten ist es natürlich, also Happy Birthday, Jesus Christ. Ja, bald ist es soweit und die Kinder freuen sich. Und ja, bei uns ist leider von Weihnachtsstimmung noch relativ wenig zu spüren. Was am Klimawandel liegt wahrscheinlich. Es ist heute ein wunderschöner Herbsttag. So Ende Dezember. Ja. Und woran liegt das? Genau, dass unsere Kinder nämlich nur freitags auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Wenn sie das jeden Tag machen würden, dann würde sich vielleicht auch was ändern. Dann wäre jetzt vielleicht Winter. Dann wären wir zwar alle dumm, aber dafür könnten wir sauber durchatmen. Für eins von beiden müssen wir uns mal entscheiden. Also liebe Kinder, geht raus auf die Straßen. Ja, das ist Arbeitskampf. Gewöhnt euch schon mal dran. Immer schön weitermachen. Und dazwischen, wenn ihr Zeit habt, guckt ihr eine Auflage von X-Rated. Nein, natürlich nicht. Ja. Also Jugendschutz endet ja Gott sei Dank an der Haustür eines jeden Einzelnen. Okay? Wer das also machen möchte, fühlt euch frei. Ja? Warum eure Kinder den Bach runtergehen, das ist ja Gott sei Dank nicht mein Problem. Ja? Erstmal. Und damit werden wir jetzt anfangen, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede, wie sonst eigentlich immer, ja? Möchte mit der Nummer 38, das Foltercamp der geschändeten Frauen, ja, und da sind wir schon wieder ganz zu Hause bei mir. Dieses Cover verspricht so unendlich viel Spaß. Ölige Frauenleiber wälzen sich in dreckigstem Sand. Und da bin ich zu Hause. Das Ganze leider am Ende eine recht langweilige Gurke. Ja. Eingesperrte Frauen, das muss für manche Filme schon mal reichen. Ich drehe das Ganze mal um. Da sehen wir dann auch, was uns erwartet. Hier mit dem Zusatz, dass die Qualität nicht einer X-Rated-Auflage entspricht. Wir wissen alle, was das heißt. Und so ist es auch. Das Bild ist dann doch eher schlecht. Was aber wieder ganz gut zu diesem Film passt. Ich zeige euch nochmal den Spine, den ich prinzipiell falsch rum zeige. Ja, was einfach daran liegt, dass man das Frontcover noch unten drehen muss. Solche Abneigung dagegen. Sieht so aus. Hier haben wir dann die Nummer 38. Ja. Und wir präsentieren dazu natürlich wie immer auch die Disc, die dann so aussieht. Ob ihr also nichts verpasst, ich gucke mal noch schnell nach. Weinende Frauen, leicht begleitet. Ach, es ist so schön. Ja, hier. Vielleicht sind sie bei der Freitagsdemo der Kinder ausgeschlossen worden. Was sie nachsitzen müssen, weiß ich nicht. Aber irgendwas scheint sie unendlich traurig zu stimmen. Wir gehen in ein ganz anderes Genre. Nämlich in den Eastern-Bereich mit der X-Rated Eastern Collection Nummer 6 und Donner, Faust und Tigerkralle. Ein Easter, der mir hervorragend gefallen hat. Der Endkampf war tatsächlich blutig, crazy. Ja, da werden Gliedmaßen verdreht, dass es pfeift. Ja, also jeder jüdische Junge, der jetzt Weihnachten mit seinem Dreidel spielt, hat hier wahrscheinlich sich die Blaupause geholt. Ja, so ungefähr stellt sich das dar. Eigentlich ein recht schöner Easter. Ich drehe das Ganze mal um. Sieht dann so aus mit diesem Jungen, dem Maestro und dem leidenden Hauptprotagonisten, wie wir hier sehen. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich betone ja immer wieder, dass die Eastern Collection sowie die Western Collection für X-Rated eigentlich durchweg relativ stark war. Hier haben wir dann nochmal den Spine. Und passend dazu dann natürlich auch die Disc, bei der wir mal wieder nichts verpasst haben. Ja, aber das macht ja nichts. Ich zeige sie trotzdem einmal her. Und dann machen wir weiter und gehen wieder in ein ganz anderes Genre, nämlich in den Horror-Giallo-Bereich. Eine Mischung aus beiden ist die Grotte der vergessenen Leichen oder die Nacht, in der Evelyn aus dem Grab kam. Hat ganz viele Titel, dieser Film. Hat mir aber ganz gut gefallen. Hier in der Limited 99er Edition mit diesem hervorragenden Cover. Ja, da habe ich mich dann also für die etwas teurere Variante entschieden, weil es einfach schöner aussieht. Ich drehe das Ganze einmal herum. Also ein relativ spannender, zwar langatmiger, aber spannender, ja, Giallo-Schloss-Horrorfilm mit einer bombastischen Atmosphäre. Wir drehen das Ganze einmal auf den Spine. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, bei mir ist es gerade der Fall. Ihr merkt schon, ich habe kurz gestoppt.
Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, was ich denn eigentlich von euch möchte. Wenn es mir einfällt, gebe ich Bescheid. Das Ganze hier mit der Nummer 40. Ja. Und dann haben wir hier noch die Disc in der speziellen Anamorphen Remasterten 2.35 Fassung. Okay, klingt eher noch am Gebrauchtwagen, nie noch an der DVD. Und wir gehen in ein ganz anderes Genre, nämlich in den Tierhorrorbereich mit Killer Crocodile 2, die Mörderbestie. Ein Film, der mir hervorragend gefallen hat. Ich habe für Alligatoren was übrig, also im Film. Ja, das Ganze hier mit einem Cast, den wir alle kennen, mit Thomas Moore, mit Deborah Carr, mit Anthony Krenner oder Srenner, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich kenne keinen von diesen drei Leuten, aber es macht auch nichts, denn der heimliche Star dieses Films ist natürlich er hier. Ja, keine. Hoffentlich nimmt der Mund nie zu voll. Wir drehen das Ganze einmal um und wir sagen ja zu Tierhorror Nummer 3. Wiederum ein X-Rated Kuriosum, warum sag ja zu Tierhorror Nummer 3 als erstes erscheint. Das weiß ich nicht. Und warum Killer Crocodile 2 als erstes erscheint, das weiß ich auch nicht. Ja, die anderen werden noch folgen. Es ist halt einfach so, ja, ich konnte es nicht ändern. Sieht hinten dann so aus. Dann zeige ich nochmal ins Bein. Mit der 41 dann natürlich ja, dieses hier. Dazu präsentiere ich euch noch die Disc, die der Hülle unwahrscheinlich ähnlich sieht. Nämlich diese hier. Und dann sind wir beim Unboxing Nummer 9, auch schon beim letzten Film. Und wir gehen zurück ins Frauenfolter-Genre, nämlich mit Laura. Eine Frau geht durch die Hölle. Ja, Laura Kempster ist öfter mal durch die Hölle gegangen. Durch die Hölle der schlechten B-Movie-Soft-Porno-Darsteller nämlich. Eine Dame, die wir alle kennen, mit diesem wunderschönen Bild. Es gab mal so eine RDL-Serie hinter Gittern der Frauenknast. Dieses Bild erinnert mich unwahrscheinlich daran. Eine Box, die mir relativ wenig gefallen hat. Ja. Man sieht hier also, die Hunde bellen so laut, dass sich die Dame hier die Ohren zuhält. So kommt es mir zumindest vor. Schlicht. Ja. Und das beschreibt auch den Film ganz gut. Schlicht ein Film vom guten Bruno Mattei. Und das ist ja immer relativ schwierig. Allzu schlecht war er nicht, muss ich sagen. Aber allzu gut war er auch nicht. Also eben ein Women in Prison Film, wie sie damals eben gängig waren. Bruno Mattei, den kennen wir natürlich aus Die Hölle der lebenden Toten, aus The Riffs 3, Die Ratten von Manhattan. Da hat er so seine Hochphase gehabt. Über diverse andere Veröffentlichungen möchte ich jetzt von ihm nicht sprechen, außer es geht um einen Skype-Amigo, der wird uns in der X-Rated-Reihe noch begegnen, ein hervorragender Western, der relativ hart war, da hat Bruno Mattei mal gezeigt, dass er trotzdem mal irgendwie Filme machen kann. Das Ganze sieht am Spine dann so aus, reißerisch, gar keine Frage. Und dann haben wir hier noch die Disc, hier heißt der Film dann Revolte im Frauenzuchthaus. Ja, das war also das Alternativcover dazu, das hier auf der Disc abgebildet ist, was ich immer relativ schick finde, wenn man eine unterschiedliche Disc zur Hülle. Und das soll es auch gewesen sein für das Retro Unboxing Nummer 9. Ich bedanke mich erstmal für die Zeit und wünsche euch auch eine besinnliche Zeit und einen Weihnachtsbaum vollgefressen, ja, mit der jedes Jahr folgenden obligatorischen Krawatte. Die Dame kriegt dann Tupf an Dichel und ein Arsch voller Brichel, wie jedes Jahr. Ja, andere Frauen kriegen ein Kind, wie jedes Jahr. Ja. Und wir werden dieses Fest auch irgendwie mal wieder überstehen. Jetzt, wo wieder die Selbstmordrate steigt, scheiß Weihnachtsdepression, ja, da stehen wir öfter mal auf den Bahngleisen herum, weil jemand versucht hat, einen Zug aufzuhalten und festgestellt hat, das funktioniert nicht. Weil jemand vom höchsten Turm springt und feststellt, dass das Wasser unten fehlt und so weiter und so fort. Ja, also immer schön tapfer bleiben. Es sind doch nur ein paar Tage. Ja. Es schneit ein bisschen, wir haben ein wenig Stress, dann sitzen wir zu Hause. Frönen der Materialschlacht und dann war es das auch schon wieder gewesen. Und dabei wünsche ich euch allen viel Spaß, inklusive moi. Und sehen uns dann im neuen Jahr, vielleicht im alten nochmal, keine Ahnung. Ja. Bleibt so lange hier auf diesem Kanal von Wahis 82, schaut immer mal rein. Ich bin zurück in der Zivilisation, das bedeutet also, ich werde auch hier jetzt in Zukunft wieder öfter auftauchen dürfen. Verpasst auch nicht die Videos vom guten Wahis 82, da kommt irgendwas mit Sternenkriegern, habe ich gehört. Da bin ich natürlich schon gespannt, weil über solche Filme weiß ich exakt gar nichts. Vielleicht lerne ich ja mal noch was, ne? So kurz vor Weihnachten, dass ich die besinnliche Zeit auch mal anspruchsvoll nutzen kann.
Aber ich glaube, ich werde eher bei einer X-Rated Hardbox bleiben. Ich sage tschüss, diesmal wieder mit Ü. Viel Spaß beim Anschauen und Buh!